Hi, welcome back bei Max unterwegs, heute aus dem Christmas Garden und zwar aus Karlsruhe. Das erste Mal, wie es hier genau aussieht, erfährst du jetzt nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Max unterwegs. Freizeitangebote gecheckt, null gestresst. Das erste Mal Christmas Garden in Karlsruhe, Premiere. Betreten kannst du das Gelände durch den Haupteingang direkt gegenüber des Bahnhofs oder am Nordeingang auf der anderen Seite des Geländes. Das Ticket muss online mit einem festgelegten Datum und einer festgelegten Einlasszeit gebucht werden, sonst verfällt das Ticket. Der Eintritt ist nicht ganz günstig, von Montag bis Donnerstag 19,50 Euro für einen Erwachsenen, am Wochenende 2 Euro teurer. Ab dem 19. Dezember bis zum letzten Tag am 7. Januar kosten dann die Tickets sogar durchgängig 23,50 Euro. Schüler, Studenten und Senioren zahlen immerhin nur 15 Euro, am Wochenende jedoch ebenfalls den Normalpreis. Kinder kosten zwischen 15 bis 19 Euro Eintritt und das Flex-Ticket für stolze 29 Euro berechtigt zu einem einmaligen beliebigen Besuchsabend. Das beste Sparangebot ist wohl die Familienkarte mit bis zu 37% Ermäßigung. Die Preisgestaltung in meinen Augen eher Durchschnitt. Insgesamt laden 28 Installationen zum Staunen und Faszinieren ein, wobei zwei davon zumindest bei meinem Besuch nicht zu sehen waren. Übrigens gibt es insgesamt 21 Christmas Garden an verschiedenen Standorten, 11 davon allein in Deutschland. Der erste Christmas Garden startete 2016 in Berlin und das mit großem Erfolg. Der Rundweg ist knapp 2 Kilometer lang, ebenerdig und somit gut begehbar und kann so oft man möchte umrundet werden. An anderen Stellen können sich Gäste in Lichtspiegeln oder auf glitzernden Thronsesseln fotografieren oder sich einfach nur dem Zauber des Lichts hingeben. Nach der zauberhaften Allee ist eines der Highlights das Feuerwerk. Drei Bäume werden dazu passend zu Silvesterknallern und passender Musik lichttechnisch aufwendig in Szene gesetzt. Auch der Wishing Tree ist wie in anderen Christmas Garden vorzufinden und Bodenmotive leuchten den Weg durch etwas dunklere Bereiche. Wenn du Hunger und Durst bekommen solltest, kannst du dich an 6 unterschiedlichen Plätzen stärken. Ob Süßes, Flammkuchen, Pommes, Burger, Suppen, Kaiserschmarrn oder Champignonpfanne, die Auswahl ist gut und selbst die Preise sind nicht allzu hoch angesetzt. Zu empfehlen ist der Kaiserschmarrn für 5 Euro. Die Champignons schmecken zwar gut, sind mit 6 Euro allerdings für die Preis-Leistung recht teuer. Der Burger lohnt sich für 8,50 Euro, da geschmacklich richtig gut und sättigend. Insgesamt kann der Gastro einen Daumen nach oben gegeben werden. Nächstes illuminiertes Highlight ist das weihnachtliche Wintermärchen, eine Lichtinszenierung auf einer Wasserwand.
An vielen Lichtinstallationen lassen sich auch passende Sprüche finden, die ans Herz gehen. Hier lohnt es sich, diese durchzulesen. Die Wunschbrücke und blumige Aussicht fügt sich wunderbar in die Landschaft ein. Die Blumenknospen lassen sich auch in Andrew Christmas Garden finden und sind einfach ein wunderschöner Anblick. Der Christmas Garden kann jeweils ab 17 bis 21.30 Uhr besucht werden. Letzter Einlass ist 20 Uhr. Nach der Mondlichtwiese geht es auch schon weiter in die frostige Eiswelt, wo ich von einem Eisbären begrüßt werde. Und dann bin ich auch schon am Nordeingang angekommen, wo mich der Regenbogen grüßt. Ab hier und auf dem Rückweg auf der anderen Seite des großen Sees schwächelt die Lichterwelt etwas, denn es gibt einige Wegabschnitte, die sehr schwach mit wenigen Installationen beleuchtet sind. Hier sollte noch etwas nachgebessert werden, da man sich hier schnell aus der Traumwelt in die Realität zurückverliert. Konstruktive Kritik auf hohem Niveau und als Verbesserungsvorschlag anzusehen. Ein wirklich beeindruckendes Highlight, zumindest für mich, ist die Installation Natura. Denn der gesprochene Text regt zum Nachdenken an. Oh, du Wunder der Natur, all die Schönheit dieser Wesen, wie selbstverständlich ist es gewesen. Doch mancher Mensch ist unbedacht, hat vieles schon kaputt gemacht. Ob Meer, ob Wald als Lebensraum, darauf achtet er kaum. Blind sind wir in des Alltags Hast, zu vieles ist uns eine Last. Doch im Kleinen liegt das Glück verborgen, darum sollten wir uns sorgen, ob Schmetterling, ob Fuchs, auf Wiesen und am See, beschützet ihren Lebensraum. Das ist als Natur mein Traum. Achtsamkeit auf meinen Leben, dann kann ich uns ein Morgen geben. Wir nähern uns wieder dem Haupteingang. Die Himmelsleiter kann zwar nicht bestiegen werden, lässt den Griff nach den Sternen jedoch sehr nah erscheinen. Noch schöner ist der Glühwürmchenbaum und die Installation unter dem Regenbogen. Eine Kulisse wie aus einem Fantasy-Märchen. Der Dschungel lädt im satten Grün zwischen Nebelschwaden und Lichtpunkten ein, sich komplett in eine andere Welt zu verlieren. Hier noch ein Tipp: Mit der App FreeNow gibt es durch den Christmas Code auf der Christmas Garden Website 20% Ermäßigung für eine Hin- und Rückfahrt zur Lichterwelt. Zwar ist der Christmas Garden recht teuer, doch ein Besuch lohnt sich dank der wunderschönen Installationen und bietet eine bunte Abwechslung im grauen und kalten Alltag. Daher eine Empfehlung für den Christmas Garden Karlsruhe von mir. So, das war der Christmas Garden hier in Karlsruhe zum ersten Mal. Noch kannst du das Ganze erleben bis Anfang Januar. Um den Preis kann man sich streiten, um die 20 Euro. Aber dafür gibt es auch wirklich eine einzigartige Atmosphäre und auch relativ günstige bis normale Preise für die Gastruhe. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal beim neuen Video von Max unterwegs. Bis dann, tschüss, bleib gesund und bye bye.
Hast du Bock auf noch mehr Freizeitchecks? Dann ab zum nächsten Video und klick auf den Abo-Button.